Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Breaking Bad. Bei mir ist der Alucard. Hallo. Und die Chico. Guten Tag. Wir spielen das Mad. Hallo Nancy. Hallo. Chico hat ja unser Haus kaputt gemacht. Jetzt müssen wir alles neu holen. Naja. Gerade ich. Wir müssen uns mal überlegen, ob wir da bleiben wollen. Wenn nicht, müssen wir da alles irgendwie mal clearen. Am besten einen Zaun drum machen, großen, dass keiner mal rein kann. Von den Mobs. Endertod? Das hört sich nicht gut an. Das sind kleine Endermänner, die, wenn du die kaputt haust, kommen die Eltern und hauen dich. What the fuck? Lol, Wasser. Oh, hier ist übrigens eine Rüstung, zumindest ein Teil davon. In der einen Kiste. Ja, ja, in welcher Kiste? Ah, Endertod! In der oberen. Ich hab doch gesagt, die machen. Ich komm nochmal hoch. Schon nur Lava, das geht mir gerade tierisch auf den Sack, weil ich nicht weiß, wo die Lava ist. Oh. Ski, go! Hier in der unteren Kiste. Hier bei mir! Wieder, wie kam das da hin? Und dann gehen wir weiter hier. Weil du alle Kisten gesprengt hast und dich selbst auch. Ja, und wieso ist das Zeug jetzt hier drin? Ah, ja, wo soll es denn sonst sein? Ja, hat der Wizard das in die Kiste gepackt. Nein, das war ich. Jetzt auf dem Boden lag alles. Nein, eine Sache fehlt. Wo sind meine Schuhe? Tja. Hast du die? Nein. Meine Schuhe sind aber auch weg. Oh, lol, hier ist ja guck, ist das ein Golem aus. Ich bin weg. Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Okay, ich geh da lang. Tschüss. Gugumbas Schuhe, oder wie sie hießen. Die ganz schnell. Tja, hättest du den Golem nicht reingelassen, hättest du immer noch deine Schuhe. Es war kein Golem. Was soll es sonst gewesen sein? Haben wir nicht. Ach, das war der Battle Tower Golem. Ja. Wir hätten den Wizard oder so da. Ne, den Wizard wäre noch das kleinste Problem gewesen. Oh, der Ender Toad und jetzt kommen auch noch die Endermans oder was? Die Ender Eltern. Du musst auch jeden Mob anfassen, oder? Jeden einzelnen. Der Ender Toad hat mich von alleine angegriffen. Du hast mich bestimmt angeguckt, ha? Ich wollte wissen, wie er heißt. Man guckt keine Endermen an. Maximilian. Wenn wir wenigstens kurz seinen Namen nennen können. Hat er ja und er war sauer. Ja, dann ist er mich direkt, das hat er mich angegriffen. Ha, gut, dass ich meine Schuhe vorher versteckt habe. Juhu! Oh. Wunderbar. Ich habe die extra vorher in die Kiste gepackt. Cleveres Kerlchen. War das eine Frage oder war das eine Feststellung? Sie weiß das. Also yeah. Eine Frage, okay. Es Essence Dust. Da ist der Ender Toad, der hat mich so lange verfolgt, bis er gestorben ist. Und der Angry Enderman, der hat einmal von mir auf die Fresse bekommen, ist dann abgehauen, oder was? Essence Ohr brauchen wir auch, ne, Chico? Essen? Jo. Es gibt Essen als Erz. Mhm. Aha. Was habe ich denn da eingesammelt? Ein Blaze Rod. Ich komm immer wieder an der Stelle da unten raus. Das geht mir gerade auf den Sack. Läufst du im Kreis? Nee. Aber ich sollte mir eine andere Stelle suchen, wo ich mich runtergrab, weil unten ist Lava und dieser komische Feuer. Golem, was auch immer, was das sein soll. Shigo? Hat jemand gesagt, dass ich diese Feen mit irgendwas einsammeln kann? Mit so einer Flasche oder sowas. Weißt du, ist das eine besondere Flasche? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich kenne mich mit den Feen überhaupt nicht aus. Weil das sind dieselben Feen wie aus Legend of Zelda. Und das sind die halt auch wirklich. Und wenn du die in der Flasche hast und stirbst, wirst du wiederbelebt. Moment. Wie heißen die? Das ist jetzt gerade schlecht. Ich bin schon wieder weitergelaufen. Wah, toll gemacht. Was war denn das? Ender Creeper? What the heck? Oh mein Gott, da war irgendwas und ich weiß hier, nicht was. Hier gibt's ja alles in Enderform, ey.
Okay, jetzt machen wir mal schnell einen Crafting Table. Weil ich noch mehr Fackeln brauche. So. So, ich will jetzt zaubern. Ich brauche Bricks. Ich habe die geheime Schatzkiste gefunden. Ah, die ist so geheim. Ja, ist eine Jukebox, die steht unten im Dungeon. Okay. Jetzt lege ich auch die Disc ein, die da zufällig neben liegt. Ist bestimmt nicht gut. Ach, mach einfach. Warum gibt's ja eigentlich keinen Todescounter? Du wärst da schon Sieger drin, würde ich sagen. Ah, nee, als du in den Anfangsfolgen runtergegangen bist, Nancy, hast du ganz gut vorgelegt. Ich weiß nicht, ob ich da mitkam. So. Ich höre mir hier die schöne Musik an, in meinem neuen geheimen Arbeitszimmer. Okay, mach doch. Und klau den Teppich. Der arme Teppich! Ich finde aber okay mit Dias, Chico, das ist irgendwie kacke. Ich muss mich jetzt woanders nochmal runtergraben, weil ich unten immer in dem komischen Lavasee lande. Gucken. Das ist jetzt aber komisch, wieso ist denn hier auf einmal hell geworden? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch eine Falle, oder? Ah, lol. Das war. Das war ein Zombie mit TNT auf dem Kopf. What the fuck? Bestimmt ein Hut. Oh Mann, nee, ich glaube, die können wirklich TNT haben. Ja, der ist explodiert. Ich habe nur noch 4 Herzen. Okay, ich hab gerade noch vom Tod gesprochen. Das ist ein Zombie, der lässt sich nicht mal anklatschen. Hallo? Hallo? Okay, ich geh weg. I'm pretty scared. Machst mich. Alle, du blöder Zombie. Ah, okay, jetzt weiß ich, warum ich nichts machen kann. Ja. Bei mir passiert nichts. Hat ihr wieder mit dem blöden Addon abgebaut? Nein. Bei mir ist alles gut. Die Jukebox habe ich schon mal. Jetzt muss ich noch warten. Kann ich aber nicht farmen. Jetzt ist auch wieder dunkel. Jetzt total blöd. Zick. Einmal abbauen, kurz warten, dann ging es jetzt eigentlich. Also ich hatte jetzt alles abgebaut. Nö, also. Da ist halt nicht nochmal abbauen, Viren, also. Ja, aber zweimal drauf. Ich weiß schon, was du meinst, aber es dauert halt ewig, bis es runterkommt. Bis es herunterfällt. Das ist blöd. Die Nancy ist schon alt. Nein, ich will nicht sterben. Oh, Baba, what the fuck? Ich krieg mein Schwert nicht, Hilfe. Vor allen Dingen. Geh weg! Ist halt scheiße. Haut ab. Oh, ich hasse die Viecher. Und jedes Mal am Anfang der Folge kommt so ein scheiß Vieh aus. Oh Gott! Schon wieder. Was ist denn das? Was ist Mermaid! Okay, ist die stark. Laufen! Okay. Gott sei Dank bin ich so schnell. Bin ich nicht der Einzige, die solche. Ich kann nein! Ah, was war das jetzt wieder? Eine Enderspinne? Oh, was bist du? Ein Kobold. Ihr seid so schlimm, ehrlich. Und da, oh Gott, ich bin in der Höhle des Löwen. Ich muss hier irgendwie raus. Ja, Chico, komm doch mal runter. Weißt du, wie garantiert das nicht. Ist. Ich bin siehst die Einzige, die hier was Produktives macht und ihr sterbt die ganze Zeit. Ich sterb nicht. Ich fahre. Dann ist auch gut. Ah! Ja. Das ist eine Behauptung. Okay. 2 Herzen noch. Ich baue mich einfach hier ein. Oh, versucht auch am Leben zu bleiben und so. Das ist gut. Ich glaube, ich mache jetzt mal. Der Versuch zählt. Ja, ich mache eine Truhe jetzt, glaube ich. Das ist eigentlich ganz cool, wenn ich jetzt hier alles in eine Truhe reinbacke, da ist es nachher nicht weg. Na? Das klingt schon mal ganz clever. Man ist hier unten nirgendwo sicher. Kann ich hier eine Markierung setzen auf der Map? Ja, ne? Was? Eine Markierung setze ich jetzt hier. Ja, ich stelle nochmal die Musicbox auf, vielleicht geht es mir ein bisschen. Markierung heißt ganz klar Truhe und ist ein ganz schönes Stück entfernt übrigens von unserem Grundstück. Hol ich jetzt mal alles rein, was ich gefarmt habe. Nicht gerade sehr viel, aber. Naja, man gönnt sich ja sonst nicht. So. Weiter geht's. Och, ein schwertklauender Boss-Creeper. Das sind immer die besten, ey. Als wenn die nicht eigenes hätten. Ich habe übrigens ein ganz schönes Schwert, das habe ich aus so einer Truhe bekommen.
Aus einer von unseren? Sharpness 1 und Unbreaking 1 und irgendwas mit Highly Durable. Keine Ahnung. Ist mir egal. Hält sehr viel aus. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, nee, das habe ich aus so einer Truhe, wo wir das letzte Mal unten waren. Da sind wir ständig gestorben. Ah, und auf der Kiste stand Dalukats Eigentum drauf. Ja, bestimmt nicht. Power Ore, brauchen wir das? Nee, ne? Ja, bitte. Ja. Ernsthaft? Okay. Ventenium Ohr. Scheiße, ich nehm's einfach mit. Ja, bitte, mitnehmen. Ich hab mich verlaufen. Ist ja nichts Neues. Kann mich einer abholen? Was bist du denn schon wieder für ein anderer Creeper? Kann mich einer abholen. Aber ey, kann man einen Song draus machen, ne? Kann mich einer abholen. Kann mich einer abholen. Abholen. So. Ja, das könnt ihr sehr gut. Was? Next. Ja, wir sind nicht tot. Ja, wenn wir nur leben oben noch. Rumlungert. Ja, was du lieber da, wo es sicher ist, ganz ja, genau. Ja, aber da kriegst du ja auch nichts. Wie viel Erz hast du schon gefunden? Ich habe schon Maschinen gebaut, ja, und ich fange gerade an zu zaubern. Ja, woraus hast du denn die Maschinen gebaut? Also, mir wäre es ganz lieb, wenn der auf meine Nichten und auf meine Neffen aufpassen würde, ne? Dass hier nicht wieder alles rumstirbt und sowas. Weil ich habe hier noch mit dem einen noch, wir müssen noch ein Hühnchen mit dem rupfen. Der ist ja auch der Ziehung, das Kind. So. Ein Kind ist ja immer noch in den Katakomben. Ja, toll, ne? Den nennen sie halt. Nennen sie zwei. Was ist Earth-Infused Ore? Ach, scheiße, nimm's einfach mit. Wo geht's denn hier raus? Raus? Was ist raus? So, das. Hi, was ist da los? Oh Gott, hier unten ist irgendwas. Ich hab Angst. Oh mein Gott, nach den Zombies, ich geh weg. Okay. Ist egal, ich nehme jetzt das Eisen. Ich bin tot. Und jetzt mal wirklich. Ja. Ach, ist das blöd. Die Treppe unten war kaputt. Hier ist ein Zombie, der hat rote Augen. Hilfe. Ja, und bei uns im Haus ist ein Zombie-Schick. Ey, unfassbar, ehrlich. Wir haben hier reingebracht, der war hier schon drin. Warst du eigentlich schon mal hier unten? Das ist ziemlich gefährlich, was wir hier machen, ne? Wir tun mit unserem Leben und so Zeug holen. Oh, Giant Skeleton, das ist auch einfach mal riesig. Hier ist ein Spawner, hier ist ein Spawner. Hilfe! Ich habe ungefähr 3 Millionen Zombies ausgelöst. Lol, 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 lol. Oh. Ihr macht mich echt mad. Oh, wie kann denn da unten ein scheiß Spawner sein, wo ungefähr 6 Trillionen... Ich übertreib gar nicht. Komm, die krieg ich. Wall, die krieg ich nicht. Wall, lol, der Zombie hat... What the fuck? Der hat einfach mein Spinnwebe hierher gemacht. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Sag mal, wieso kann denn so ein Zombie eine Spinnwebe dahin klatschen? Das ist eine Fähigkeit. Ah, da ist so ein ganz dicht. Hey, sag mal, was geht denn da unten ab? Schon wieder Spinnwebe. Oh, ich will die töten. Ich bin hier tot. Kannst du mir mal kurz ganz viele Steine geben? Holz oder irgendwas? Mir egal. Guck in den Kisten. Ey, der Zombie hat mein Schwert geklaut. Ist nicht wahr. Da ist Suizid irgendwas. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Suizid, Dude? Sag mal, geht's noch? Der Suizid. Warte mal, ich hab mein. Oh ja, ich hab das Schwert wieder. Das lag wahrscheinlich unten. Jetzt gehen die woanders hin. Wieso denn das? Haben keinen Bock mehr. Ernsthaft? Was weiß ich? Okay, mir ist mir das so blöd. Ich mach das die Uhr im Blick? Ja, ich hab auch. Wir sind bei 14 Minuten. Jetzt genau bei 15. Ich mauere mich jetzt hier zu, ich hab die Schnauze voll. Hier unten ist ein Spawner und wir haben überhaupt kein Equipment und. Du kannst eigentlich nur farmen. In Nichthöhlen, weißt du? In Nichthöhlen, oh, Nancy. Ach, jetzt ist hier nur noch irgendwie ein Zombie-Spawner oder so, das macht ja noch mehr Spaß. Ja, das ist gerade mir passiert. Ich wollte die nicht. Nein, ich komm an mein Gear nicht dran ohne Schwert.
So. Dachte ich. Weil es kommen immer wieder neue Zombies. Macht ihr doch einfach so einen scheiß Wegpunkt und holt ihr dann oben ein Schwert bei zu Hause vor. Ich mauere mich jetzt hier zu. Hier vorne ist auch schon wieder ein Zombie am Arsch, mein Freund. Außer da ist der Ausgang. Warte mal. Nee, da ist nicht der Ausgang. War jetzt blöd, wenn ich mir jetzt meinen Ausgang zu. Oh. Oh, Nancy. Herzinfarkt. Gutes. Hier fehlen auch Sachen. So, ich baue mir jetzt hier, mache jetzt die ganzen Löcher, die hier sind, zu. So einen Raum. Von da aus müsste man eventuell rauskommen. Ja. Das ist ganz gut zu wissen, wo ich die Treppe hingebaut habe. Lol. Okay. So, ich würde mal sagen, die Folge ist hier dann und so zu Ende. Genau, guckt in die Videobeschreibung, die Links von den anderen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Wartet, wartet. Okay. Noch nicht. Der Chico muss erst abspeichern, dann kann der Chico gleich.